Der Höhepunkt der Omikron-Welle ist laut Epidemiologen noch nicht erreicht. Dennoch sind wir mitten in der Diskussion um Lockerungen einer sogenannten Exit-Strategie in Sachen Corona-Schutzmaßnahmen. Bundesfinanzminister Lindner und Bayerns Ministerpräsident Söder schlagen einen Stufenplan vor. Darüber sollte ihrer Meinung nach spätestens beim nächsten Bund-Länder-Gipfel am 16. Februar beraten werden. Lindner will 2G im Einzelhandel bundesweit abschaffen und Söder fordert auch in der Gastronomie Lockerungen. Mehr jetzt von Angela Knäble. Solidarität, Wissenschaft, Demokratie, Zusammenhalt. München will ein Zeichen setzen und vor allem Danke sagen für 2 Jahre Durchhalten in der Pandemie. Die Lichtaktion wird allerdings ausgebuht von rund 1500 Menschen. Sie demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen trotz Versammlungsverbot. Die Frage ist, wie lange noch? Denn Rekordzahlen hin oder her, Markus Söder will die Beschränkungen reduzieren. Und zwar schnell. Der bayerische Ministerpräsident fordert konsequente Öffnungsschritte, will die 2G-Regel im Handel kippen, in Restaurants auf Tests verzichten und das bundesweit. Unterstützung gibt es von einigen Virologen. Völlig abgekoppelt behält man in Deutschland die Maßnahmen bei, so wie sie jetzt in der Vergangenheit waren. In anderen Ländern sieht man das komplett anders. Dort geht man schrittweise vor, deeskaliert. Wir sehen ja, dass auch bei uns sicherlich der Höhepunkt der Pandemie oder der Inzidenzen mit Omikron bald erreicht sein werden. Auf den Intensivstationen haben wir jetzt keine Entspannung. Die Zahlen gehen nicht nach unten, aber sie gehen jetzt auch nicht ganz dramatisch nach oben. Von daher kann man sicherlich vorsichtig optimistisch sein. Und das ist neben Bayern Schleswig-Holstein. Kommende Woche gilt hier im Handel nur noch die Maskenpflicht. Hessen folgt. Sachsen lockert in der Gastronomie statt 2G+ bald nur noch 2G. In Mecklenburg-Vorpommern soll nach der Kultur jetzt auch im Sport die Einschränkungen gelockert werden. Und in Berlin und Baden-Württemberg entfällt zumindest die Zettelwirtschaft. Heißt, unter anderem im Restaurant werden die Kontakte nicht mehr nachverfolgt. Andere Töne kommen aus Nordrhein-Westfalen. Wenn wir groß daran gehen, die Einschränkung zurückzunehmen, dann sollte das erst in einem Moment erfolgen, wenn wir sicher sind, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werden kann. Die Bundesärztekammer rechnet mit fallenden Infektionszahlen ab Ende Februar und fordert bereits jetzt den Bund und die Länder auf, einen Öffnungsstufenplan vorzubereiten. Bundeskanzler Scholz will allerdings erst den Höhepunkt der Infektionen abwarten, um dann über Lockerungsschritte beraten und entscheiden zu können. Achim Unser, vor dem Kanzleramt 2 Lager, also sowohl im Kabinett als auch in den Ländern. Wer hat denn momentan die Nase vorn? Schwere Frage. Ich würde sagen, das ändert sich von Tag zu Tag. Je nachdem, wie die Infektionslage ist, kommt wieder eine schlechte Nachricht in Sachen Corona. Dann hat natürlich jene die Nase vorn, die eher zum Team Vorsicht gehören. Und wenn es nach wie vor so ist, dass wir eben in den Krankenhäusern eine relativ entspannte Lage haben, dann ist natürlich so, dass all jene, die sagen, naja, dann können wir auch locker die Nase vorn haben. Momentan sind es die Unionsländer, die vor allem da Tempo machen beim Lockern. Daniel Günther hat mehr oder weniger gestern begonnen, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Markus Söder, immer eine gewichtige Stimme. Der hat jetzt eben auch gestern schon angefangen, heute nochmal nachgelegt, dass auch er lockern möchte. Volker Bouffier aus Hessen will auch lockern. Und dann gibt es eben noch die Mahner, zum Beispiel eben Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern, die dann aber auch spezifisch für ihr Land eben sagt, naja, wir haben eine bisschen ältere Bevölkerung als eben Schleswig-Holstein. Wir haben weniger geimpft. Und wir haben steigende Infektionszahlen, anders als Schleswig-Holstein. Also bleiben wir mal vorsichtig. Und Stefan Weil aus Niedersachsen, der sowieso immer ein bisschen mehr so für sein Land da eigentlich seine eigene Politik macht, der sagt jetzt auch, er wägt Pro und Contra ab und bleibt dabei. Er will doch abwarten, genauso eben wie Bundeskanzler Olaf Scholz, der auch sagt, erstmal die Scheitelwelle abwarten bei Omikron und dann können wir weitersehen. Danke vielmals, Achim.